Mein Name ist Bastian Heinloth, ich bin Zahntechniker aus Familiengeneration und habe in dem Labor von meinem Vater meine Lehre gemacht. Wir hatten da auch gleich die Möglichkeit, mit den CAD/CAM-Systemen zu arbeiten, haben uns hier für das Sirona-System entschieden und haben mit den Inceram- und Feldspar-Keramiken angefangen. Und über die Jahre hinweg haben wir uns dann auf die CAD/CAM bzw. auf die digitale Arbeit spezialisiert. Und ich wollte mich hier in dem Bereich noch selbstständig machen und habe dann vor 4 Jahren mit 2 Kollegen die Firma Ceratechnik gegründet und arbeiten jetzt auf diesem Wege voll digital mit den Behandlern zusammen. Der Hauptgrund für die Inhouse-Produktion für uns ist auf jeden Fall der zeitliche Faktor, da wir die Restaurationen am selben Tag noch brauchen und diese dann auch an den Kunden ausliefern. Der zweite wichtige Faktor für mich ist die Spezialisierung, die aktuell auf dem Markt stattfindet. Das heißt, die Ansprüche der Behandler werden immer höher und auch die Techniken werden immer ausgefeilter. Und da kann nicht jedes Outsource-Center oder Milling-Center auf unsere Sonderwünsche eingehen. Daher ist es für uns extrem wichtig, diese dann in-house zu produzieren. Die größte Schwierigkeit auf dem Markt aktuell sehe ich an dem Glauben an digital. Das heißt, dass der Techniker selbst eine Restauration analog und digital mindestens genauso gut herstellen kann mit demselben Ergebnis. Wichtig ist für mich für die Produktion die Flexibilität. Flexibilität unterscheidet sich für mich in 2 Dingen. Das erste ist, dass ich sowohl die Daten einlesen kann, auch aus Fremdsoftwaren. Und das zweite ist für mich dann die Produktion selbst. Das heißt, dass ich nicht an Materialhersteller gebunden bin, dass ich das Material wählen kann, das für mich wichtig ist für die Indikation oder für meinen Behandler. Ein wichtiger Punkt für mich ist die einfache Bedienbarkeit der Maschine. Das heißt, dass ich keinen CAD/CAM-Spezialisten brauche, um diese Maschine zu benutzen, sondern dass alle meine Techniker diese Maschine benutzen können und eine Restauration produzieren können. Meine Rolle bei der Erprobung der neuen InLab MCX5 war sowohl der intensive Austausch für die Anforderungen an Software und Hardware, wie auch später das Testen unter Realbedingungen im Labor. Mein erster Eindruck, als die Maschine bei uns aufgestellt wurde, war das ansprechende Design und dass die Maschine für eine 5-Achs-Maschine extrem klein ist. Die Vorteile dieser 5-Achs-Maschine liegen an der Genauigkeit der Passung und der Ausarbeitung der Oberfläche. Dies zahlt sich durch weniger Nacharbeit aus und ist dadurch wirtschaftlich für mich sinnvoller. Neu für mich war bei der InLab MCX5 die Verarbeitung von Ronden. Natürlich können weiterhin auch die Glaskeramikblöcke verwendet werden, aber gerade im Sinne von großspannigen Restaurationen ist die Verarbeitung von Ronden wie Zirkon oder PMMA extrem wichtig für mich im Labor. Neu für mich war das Trockenverarbeiten von Zirkonoxid bei dieser Maschine, was für uns ganz, ganz wichtig ist, gerade für die Farbgebung des Zirkonoxidgerüstes, gerade nach dem Sintern. Natürlich kann auch weiterhin nass geschliffen werden bei den Glaskeramikblöcken und auch die Kombination aus Trocken- und Nassschleifen beim PMMA. Dies ist ganz wichtig für die Oberflächenvergütung und die Standzeiten der Instrumente. Interessant fand ich die Anordnung der Werkzeuge und die Möglichkeit, sich selber eigene Werkzeugmagazine anzulegen. Wir haben das bei uns so gemacht, dass wir ein Zirkonoxid-Magazin angelegt haben für alle Trockenfräsinstrumente. Die konnten auch doppelt belegt werden. Das heißt, gegebenenfalls, wenn ein Instrument bricht, kann es sich automatisch ein neues Werkzeug aufnehmen. Und dann ein zweites Magazin für alle Nassschleifinstrumente und auch kombiniert Nass- und Trockenschleifinstrumente für PMMA und alle Glaskeramiken. Sollte ich auf Keramikblöcke zurückgreifen wollen, installiere ich diese in den Multiblockhalter, wo ich bis zu 6 Blöcke positionieren kann. Ein Vorteil wäre hier zum Beispiel, dass ich 6 Veneers über Nacht schleifen lassen könnte, ohne die Maschinen selbstständig bestücken zu müssen. Die Reinigung der Maschine erfolgt ganz einfach über die mit angeschlossene Absauganlage. Die Möglichkeit, in der CAM-Software STLs zu importieren, ist gegeben. Da wir aktuell im Labor nur Sirona-Produkte benutzen, ist dieses Feature für uns aktuell nicht relevant. In dieser CAM-Software sticht vor allem heraus die Archivierung der CAM-Dateien und dann auch die Rondenverwaltung, die es mir ermöglicht, auch unseren CE-Standardisierungen standzuhalten. Sehr wichtig sind mir allerdings die mitgelieferten Frässtrategien, die für das jeweilige Material hinterlegt sind. Diese ermöglichen mir immer das bestmögliche Ergebnis. Ebenso wichtig ist mir die Positionierung der Restaurationen in den Ronden. Hier habe ich die Möglichkeit, meine Restaurationen frei in den Ronden zu bewegen und zu drehen und habe dann auch die Möglichkeit, meine Verbinder oder die Anzahl der Verbinder frei zu wählen. Als Resümee meiner Erprobung möchte ich Ihnen die hohe Genauigkeit mit auf den Weg geben und die völlig neuen Möglichkeiten, die sich durch die Materialvielfalt ergeben. Ich bin froh, dass ich die InLab MCX5 jetzt im Labor habe, weil sie mein Geschäft noch mehr abrundet.